Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4 mit unserer super chaotischen WG. Ja, in der letzten Folge haben wir ziemlich viel hier zu Hause rumgelungert. Wir beobachten unsere liebe Melody regelmäßig bei ihrer Arbeit oder beim Schlafen. So, wofür wir halt gerade ein wenig Zeit für haben. Momentan zum Schlafen. Unsere Mädels sind meistens schon um 2 Uhr nachts einfach mal topfit. Wollen zur Schule, sind bereit. Aber keiner möchte. So, deine Schwester wollte aber eigentlich auch was essen. Aber wahrscheinlich hast du ihr das gerade weggemummelt. Mach dir vielleicht mal was an, was auch für dich ein bisschen mehr gedacht ist. Mach dir diesen komischen Teenie-Pop da an. Das ist doch mehr was für dich. Außerdem gefällt mir das auch irgendwie ein bisschen besser. Ja, die letzten Folgen brechen jetzt an von dem vorher aufgenommen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich dann wieder da bin. Dass dann auch wieder neue Videos kommen. Schön produzierte. So, ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal um meine Pflanzen hier kümmern. Dass unsere Lieben auch was bekommen. Und ich werde meine Versammlung starten. Dass die sich dann auch mal hier wieder um meinen Garten kümmern, dass ich nur Ernten brauche. Und das machen wir auf jeden Fall. Damit wir nämlich wieder unser Obst und Gemüse verkaufen können und wieder richtig viel Kohle bekommen. Unsere liebe Melody ist wach, weil sie auf die Toilette muss. Och nein, meine Liebe. Aber du bist auch soweit ganz fit, das ist doch gut. So, dann gehen wir mal schnell auf die Toilette, bevor das schief geht. Und zwar richtig schief geht. Ja, wir haben ein bisschen unsere Leute noch umgestylt. Also es ist eine kleine Veränderung hier, aber halt auch nicht allzu große, so dass das wirklich in der Story Einfluss nimmt. Ich möchte mich hier halt auch wirklich gerne an meine Abonnenten, also an euch, einfach mich richten und einfach sagen, dass ich mich wirklich von Herzen bei euch bedanke, dass ihr aktiv dabei seid, dass ihr mich unterstützt, dass ihr dann auch immer, dass ihr auch einfach solche Sachen wie, das hast du ja bei Toll hingekriegt, Melody. Ja, das ist ja doch solche Sachen wie, ich bin einfach mal 2 Wochen nicht da und muss halt alles vorher aufnehmen, dass ihr das halt alles wirklich so unterstützt und dass ihr sagt, ja, es ist also nicht gleich loshatet, sondern ihr seid einfach dann da und sagt, okay, Urlaub, mal weg sein, das ist normal, das hat einfach jeder mal. Und das hat sich einfach auch jeder verdient, einfach mal ein bisschen Auszeit. Dafür werde ich wiederkommen und ich werde umso motivierter sein. Vielleicht habe ich noch mehr kreative Ideen, die momentan echt ein bisschen zurückgegangen sind, sagen wir mal so. Also wirklich Ideen, was man so alles machen könnte. Oh, das bist du auch noch krank. Da ich halt viel mit Lernen zu tun hatte und halt auch weiterhin haben werde. Also ich hoffe vielleicht, dass mir die Auszeit so ein bisschen, wo ich Zeit für mich habe, Zeit mit Freunden verbringe, die ich ewig nicht mehr gesehen habe, wirklich ewig nicht mehr. Das ist über ein halbes Jahr her, dass ich die gesehen habe. Also ich freue mich wirklich darauf, einfach wieder ein bisschen was zu unternehmen. Einfach, ja. Und ich finde es einfach so toll von euch, dass ihr einfach da seid. Und ja, wir sind mittlerweile so eine kleine Grüppchen geworden. Das habt ihr bestimmt doch alles in dem Infovideo. Habe ich das auch bestimmt angesprochen. Ich habe es zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses aufnehme, noch nicht gemacht. Aber ich werde es auf jeden Fall dort ansprechen. Das werdet ihr auch viel, viel früher sehen als dieses Video. Ich bin euch einfach dankbar. Es ist wirklich so eine kleine, süße Gruppe geworden. Zu dem Stand, wo ich gerade aufnehme, sind 24 Leute. Und yay, da können wir einfach zu tanzen. Habt ihr die Hand gesehen? Habt ihr die Hand gesehen? Die war aber für so einen kurzen Moment gebrochen. So eine kranke Richtung. Ja, deswegen gibt's ein wenig für euch laute Musik, weil ihr das einfach verdient habt. Zum Glück könnt ihr mich nicht sehen, weil ich tanze gerade im Stuhl. Da da da, ba da ba la 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 la. Hey, jo, tschüss. Ich wollte aber erst duschen. Geh erstmal bitte duschen und dann reparier bitte die ganzen Sachen. Ich badi da tut,
Nee, da, da. Oh, 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 oh. So. Hast du das? Tada! Oh, unsere. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das kann sie wohl auch tragen. So ein bisschen Rocker. So, ja, ich höre da so ein bisschen, ja, ich wollte halt wirklich einfach euch einfach mal wieder ein bisschen Danke sagen. Ich finde, ihr bekommt einfach zu wenig Danke zu hören und ihr habt das auch einfach verdient. Also ich finde das total klasse, wie ihr einfach mich unterstützt, mir, ja, also mir auch wirklich jedes Mal, wenn ich ein tolles Kommentar bekomme oder irgendwelche Rückmeldungen und sagst so, hey, mach das doch so und so. Ich freue mich wirklich jedes Mal total, also ich bin happy und ich denke mir so, ja, cool und du machst das jetzt und, es ist alles geerntet? Wir hatten das alles geerntet. Oh. Hä? Haben die mir das jetzt... Wollen die mich jetzt verarschen? Haben die mir das jetzt einfach alle geklaut oder wie war... Oh mein Gott, du musst definitiv zu Hause bleiben. Kann ich dich jetzt... Kannst du dich echt nicht krank melden? Ah, okay. Sie werden jetzt immer automatisch zu Hause gelassen. Das ist jetzt anscheinend neu. Das ist okay. Du fühlst dich eh nicht besonders. Du, geh einfach ein bisschen zeichnen. So, okay. Unsere kleine Pflanze. Die haben mir, ich glaube, die haben mir wirklich die ganzen Sachen jetzt geklaut. So, mach das mal automatisch. Du möchtest gerade schon was essen gehen? Du kannst auch eher was essen gehen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall die Versammlung wieder abbrechen. Das reicht. Können wir vielleicht uns da coole Punkte für holen? Oder coole Sachen für? Vielleicht einfach, dass die Gartenfähigkeit besser wird. Gartenfähigkeit. Wellness. Kräuterkunde. Es gibt auch Gartenfähigkeit. Da ist sie, da ist es, da ist sie, sie ist. Gartenarbeit Boost. Perfekt. Angespannt? Weil du krank bist, oh nein. Also Vanessa bleibt zu Hause, aber Annika scheint irgendwie... Man kann sie wirklich nicht mehr krank melden. Man kann nur einen Urlaubstag nehmen. Kann ich dir nicht so sagen, ja, ich melde dich jetzt krank? Also es wird jetzt immer entschieden, bevor sie zur Schule gehen, also dann, wenn steht eine Stunde ist Schule, ob sie dann zu Hause bleiben oder nicht. Wenn sie danach krank werden, müssen sie hingehen. Interessante Sache. Warum kann er als Teenager einen Einzelhandel kaufen? So, ich mache dann jetzt auch wieder die Musik ein bisschen leiser. Aber ja, ihr hättet es einfach ein bisschen verdient. So, was ist deine Geschäftsanrufe? Nein, kannst du nicht machen. Trainieren wir ein bisschen. Wir wollen unsere Sims wieder... Ein wenig fitter bekommen. Ich muss mich mal kurz umsetzen. Oh. Dieses Ding macht immer so mega laute Geräusche. Aber es wird ja auch bald anders sein.
Ja, klar, warum nicht? Ich habe gerade noch nichts gegessen. Perfekt. Ihr könnt natürlich jederzeit jetzt auch unter jedes Video, was jetzt halt noch kommt, irgendwelche Sachen reinschreiben. Ihr könnt einfach schreiben so, hey, und mach doch das mal oder ey, wie sieht's denn da und damit aus? Und ja, dann kann ich schauen, ob wir das machen. Und hier haben wir noch nicht oft gegessen. Lass uns doch hier draußen hinsetzen. Ich möchte mal bitte den Tisch haben. Und dann essen wir lecker. So, sorry Leute, ich muss gerade einen kleinen Cut machen. Ja, mein Freund hat so ein bisschen in der Kamera rumgespielt und wusste dann gerade irgendwie nicht weiter und dann. Ja. So, jetzt sind wir mit dir hier essen, mein guter Kumpel. Bitten einzuziehen, nein. Ja, apropos, für diejenigen, die sich da vielleicht ganz interessiert haben, was denn mit der Karolin da los war. Haben wir Kimmy hier wahrscheinlich nicht. Du kennst bestimmt noch. Wow, du bist wirklich fast nur noch ihn. Ja, was mit der Karolin los ist, dass das Sandy Niesen steht. Ja, die Karolin hat zwei Ehepartner. Also sie ist mit Felix zusammen und auch damit. Wir haben das herausgefunden. Also er weiß es ja, dass von Melody gehört. So. Und deswegen, wir sagen es ihm einfach mal. Wir sagen einfach, ich muss jetzt einfach mal. Ich kenne sie aber nicht, oder? Verdammt. Ich würde jetzt aber gerne mal seine Frau kennenlernen und einfach mal sagen, hier und du solltest dich einfach von ihm trennen. Aber irgendwie geht das wohl gerade nicht. Vielleicht müssen wir besser befreundet mit ihm sein, dass wir ihm wirklich solche Sachen sagen können. Oder also eine eher romantischere Beziehung haben. Aber es wäre gut, sie kennenzulernen. Aber hier ist hier nirgends wo. Ja, jetzt können wir leider bei der Melodie nicht mitschauen, aber es ist ja nicht so schlimm. Kennst du Rudi? Nee. Weil die jetzt noch zu Hause sind, dann können vielleicht Sophia sie einladen. Aber nein, Melodie sieht im Outfit echt cool aus. Du kennst sie leider auch nicht. So, gut. Dann können wir da gerade nichts für. Und dann bestellen wir mal, weil ich habe Hunger. Soda, klar, für uns beide. Und, ein paar Chips, nee, ein Brötchen. Brotstange. Ist ja eigentlich Frühstück. Ich mal so ein Sauerteigbrot für mich und ein Brötchen für ihn. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Frühstück, ne? Es wäre schön, wenn Carolin vorbeikommen würde. Dann kann ich sie kennenlernen und kann dann sagen, hey, und hier und nö. Das werde ich wenigstens über sie lästern, dass da wirklich Schwierigkeiten sind, weil er scheint sie so sehr zu lieben. Ich meine, er ist einer unserer besten Freunde. Ja, Maus will gerade nicht. Ja, er ist wirklich unser bester Freund. Und dann finde ich, sollte er das auch verdient gesagt bekommen, dass da irgendwie was im Argen ist. Was ist denn da los? Okay, komisch, komisch, komisch. Oh.
Timba? Timba Combo. Grau Hispa, Yaluf. Spino? Yafruz. Zagu Twe, Yaborba. Oh, Zappelnorf. So, wir sind auch wieder zurück. So, sorry. War gerade Handy. Rollt was. Yay, unser Essen. Voll lustig. Rot, wenn so dunkelrot. Bitte, das Essen ist schlecht. Warte, wer weiß denn das? Caroline Tyson, okay. Die kann. Das ist schlecht, das esse ich nicht. Das ist ausgezeichnet, normal, aber das Brot ist schlecht. Das geht gar nicht. Das geht wirklich überhaupt nicht. Es tut mir leid, dass dir das Essen nicht geschmeckt hat. Ich werde dem Koch sofort Bescheid geben. Entschuldigung bitte. Ja, ich möchte bitte, dass das ersetzt wird. Kann ich das nicht irgendwie ersetzt bekommen? Ich zahle für den Kack. Hallo? Das ist ja nur so ein Saftladen. Ja, das schmeckt doch nicht. Ist das nicht hier? Da kriegt ihr das. Was ist denn los? Was hast du? Warum hat er denn jetzt geweint? Okay. Wir fragen ihn dann nochmal so, vielleicht sagt er uns ja, ich bin mit dem. Flix, Yabernu Darza, Gachoy, Orb, Nurchel, Rubik Myrna Waj, Bafani Dawi, Rubara, Shirsha Gibaru, Quinhar. Aber jetzt hat uns das immer noch nicht verraten. Shabini Jabid, Turp System, Shema Corbeth. Unkim Angor, Slapship. Ich möchte vielleicht noch mal was anderes essen hier. Mein Gott. Komm, Käsebrot könnt ihr jetzt aber auch nicht verkehrt machen. Abgor, Gifla, Bunch, Siska, Finika, Yenjabe, Nulit, Shisa, Regu, Sina, Jifla, Orbe, Barsip, Neebs, Soy, Wir kennen sie wirklich nicht. Wir kennen sie, wirklich nicht. Guck mal, wer hier beide sitzt. Und er redet über Techtelmechtel. Ja, danke. Und jetzt. Oh. Ah, der Papa ist auch noch so. Ach, stimmt, der hat sich ja krank gemeldet. Er war ja auch krank. So, sind die beiden Kranken zu Hause. Aber es ist ein Erwachsener da. Also alles kein Problem. Unkim Angor, Slapshim. Rishim. Ich würde gerne Lespon. Ja, ja, hier ist soweit alles okay, wenn ihr Essen nur besser wäre. Warum sitzt denn jetzt hier die Selina Niesen hier ganz alleine? Ach, wir sind mit... Ich glaube, wir sind mit ihm und seiner Tochter essen gegangen. Oh. Aber nee. Die ist einfach nur hier so da. Seltsame Welt. Seltsame Welt. Wer sie für sie mitbestellen können wir nicht? Oder ist sie alleine am Essen hier? Die ist alleine am Essen. Wie lustig. Wo sitzt Felix hin? Okay. Oben gibt es keine Etage. Gut.
Ach, unsere Mädels sind jetzt auch von Schule sind sie alle wieder gut. Da. Aber Maxchen grad für heute fertig mit einer 2 ist eine gute Note. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keinen Raum für Verbesserungen gibt. Hä, wo ist denn jetzt mein Essen? Das ist okay. Ich finde es sauerei, ich hätte das eigentlich umsonst kriegen sollen. Mein Gott. Was für ein Koch. Aber es ist voll lieb. Er fragt wenigstens nach, ob alles okay ist. Die andere kümmert sich da keinen Dreck drum. Die kommen immer hin, stellt das Essen ab, verschwindet wieder. Entschuldigung, ich habe gerade so einen Brand. So, ja, ich sollte, glaube ich, jetzt auch mal verschwinden. Mishi Oba. Fwis, fwis. So. Dann machst du vielleicht noch Lust, mit zu mir rüberzukommen. Bestimmt. Ach, ich will jetzt ganz in die verkehrte Richtung. Hier will ich nicht hin. Meine Maus ist irgendwie ein bisschen komisch. So, komm doch einfach noch mit uns rüber. Komm doch noch hier rüber, Felix. So, schön, dass du noch hier bist, aber ich mache jetzt hier an dieser Stelle auch einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao, ciao!